Ja, herzlich willkommen beim Interview mit Hagen Pohle. Er ist Profisportler im Gehen. Und vielleicht stelle ich mich einmal kurz vor. Ich bin Emotions- und Leistungscoach und habe mit Hagen Pohle zusammengearbeitet. Ich helfe Wettkampf- und Leistungsathleten bei der Bewältigung von Blockaden, Leistungsstress, aber auch Motivationsproblemen, damit sie eben ihre Höchstleistung erreichen, um eben halt ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Ich bin Hagen Pohle, ich bin Geher, 20 und 50 Kilometer. Ich bin 24 Jahre alt, starte für den SC Potsdam. Was hast du bisher für Erfolge erreicht? War dieses Jahr der größte Erfolg, mit dass ich bei Olympia, die Jahre vorher auch bei Welt- und Europameisterschaften der Erwachsenen und im Jugendbereich konnte ich schon Weltmeister im U18-Bereich werden und Europameister im U20-Bereich. Super, schön. Wie wichtig ist dein Kopf bei Olympia, bei so einem großen Wettkampf? Also der mentale Aspekt. Ja, der ist schon sehr wichtig. Man kann, sage ich mal, das ganze Jahr so viel trainieren, wie man möchte, wenn man dann am Punkt X der Kopf einfach nicht mitspielt, sondern wenn man dann zu aufgeregt ist oder sich andere Dinge macht. Und dann muss halt einfach die Psyche auch mit der Physis im Prinzip zusammenarbeiten. Wie wichtig ist für dich mentale Stärke beim Gehen? Weil es ist ja doch ein sehr mentaler Sport, gerade durch diese ewig langen Distanzen. Wie hältst du deinen Kopf da aufrecht? Es ist halt wirklich eine lange Strecke, also bei der 20, eine Stunde 20, bei dem anderen fast 4 Stunden, wo man schon viel falsch machen kann, wo man auch vielleicht öfter mal beginnt zu zweifeln. Und dann muss man halt immer versuchen, wieder die Gedanken ins Positive zu lenken. Man kann ja auch mal kurz zweifeln, aber man muss halt dann immer wieder sich daran erinnern, das hast du schon mal gehabt, da konntest du aber trotzdem schnell weitergehen, halt von der Erfahrung im Prinzip leben. Du hattest ja vor Olympia Probleme mit deinem Schienbein, bist dann aber trotzdem in Olympia an den Start gegangen bei den 20 Kilometern und bei den 50 Kilometern musstest du dann ja leider aufhören. Was kannst du dazu sagen? Ja, es ist ärgerlich, wenn man die ganze Zeit trainiert und kurz vorher, sagen wir mal, gestoppt wird. Wie bist du damit umgegangen? Ja, enttäuscht schon. Ich ständig in der Physiotherapie war vorher und die wirklich alles gemacht haben, dass ich fit am Start bin. Es war der zweite Wettkampf für mich. Also ich hatte schon ein Ergebnis bei Olympia zu stehen, deswegen war es jetzt nicht so schlimm. Und ich habe mich halt schon eine ganze Weile gequält und festgestellt, dass nur die 14 Kilometer, die noch waren, ich wahrscheinlich auch nicht mehr geschafft hätte. Deswegen, ja, man ist schon enttäuscht, aber ich bin durch das Ergebnis ging es eigentlich. Trifft die Aussage zu, dass mentales Training für den Wettkampf doch sehr wichtig ist? Wie schon gesagt, man kann halt so viel trainieren, wenn der Kopf dann nicht mitspielt, dann hat das ganze Training ja nichts gebracht. Deswegen gehören echt alle Faktoren dazu. Es ist nicht nur das pure Training im Gehen, sondern halt auch, dass der Kopf mitspielt. Hagen, vielen, vielen Dank, dass du heute hier das Interview gegeben hast. Und das war sehr interessant. Ich wünsche dir toi, 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 alles Gute für deinen weiteren Weg. Danke.